Schweden schaut fassungslos nach Örebro. In der Stadt im Süden des Landes spielen sich seit grünen Donnerstag bürgerkriegsähnliche Szenen ab. Proteste gegen eine ausländer- und islamfeindliche Kampagne des Rechtspopulisten Rasmus Paludan, bei denen es auch Koranverbrennungen geben sollte, sind in Gewaltausbrüche umgeschlagen. Mindestens 12 Sicherheitskräfte wurden verletzt. Tragisch, furchtbar tragisch, diese Gewalt und dieser Vandalismus. Es ist äußerst tragisch, was geschehen ist. Es hat die Fähigkeit der Polizei beeinträchtigt, die in der Verfassung verankerten Rechte zu schützen. Paludan hat in Dänemark die rechtsextreme Partei Stramkurs gegründet und ist auch in Schweden politisch aktiv. Die angekündigten Demonstrationen seiner Anhänger riefen allein in Örebro 500 Gegendemonstrierende auf den Plan. Zu Gewaltausbrüchen gegen Sicherheitskräfte kam es auch in Stockholm und Linköping.